Herzlich willkommen bei Konzepte und Heilkunst. In diesem Video erfahren Sie, warum Schüssler Salz Nummer 7 Magnesiumphosphoricum extrem wichtig für den menschlichen Organismus ist. Bleiben Sie dran und machen Sie sich bereit. Es wird spannend. Versprochen! Schauen wir uns einmal an, wofür Schüssler Salz Nummer 7 steht. Es geht bei diesem Mineralstoff vor allem um alle unwillkürlichen Funktionen im Körper. Hierzu zählt die unwillkürliche Muskulatur, die Steuerung der Drüsen, die Herztätigkeit, der Verdauungstrakt, die Innervation der Gefäße und auch das vegetative Nervensystem. Somit ist klar, dass dieser Mineralstoff enorme Bedeutung für den menschlichen Organismus hat. Das feinstoffliche Magnesiumphosphoricum steuert das grobstoffliche Magnesium. Man könnte auch sagen, ist der Körper gut mit dem hochverdünnten Magnesiumphosphoricum versorgt, kann der Körper das grobstoffliche Magnesium besser verarbeiten. Grobstoffliches Magnesium wird vor allem im Bereich der Knochen und Zähne benötigt. Magnesium ist unser Stressschutzstoff. Sind wir dem Stress ausgesetzt, wird viel Energie verbraucht. Wir befinden uns im sympathikotonen Zustand. Es werden vermehrt ATP-Magnesium-Verbindungen aufgelöst. Das überschüssige Magnesium wird ausgeschieden und geht somit verloren. Die Stressanfälligkeit nimmt immer mehr zu, solange die verloren gegangenen Mineralstoffe nicht ersetzt werden. Fehlt dem Körper Magnesiumphosphoricum, kann es zu Funktionsstörungen kommen. Bezüglich Magnesiumphosphoricum haben wir es mit Nervosität und Lampenfieber zu tun. Die Nerven sind angespannt. Ein bestimmtes Ereignis lässt uns nicht mehr zur Ruhe kommen. Im Gesicht zeigt sich eine auffällige Röte. Wir bekommen den berühmten Kloß im Hals, der das Sprechen einschränkt. In schweren Fällen laufen wir unruhig auf und ab, wie ein Tiger im Käfig. Wir können Magnesiumphosphoricum mit zunehmender Stressanfälligkeit in Verbindung bringen. Menschen sind seit jeher immer wieder dem Stress und Überlebenskampf ausgesetzt. Kurzfristig ist das auch kein Problem. Problematisch ist jedoch der Dauerstress. Dieser führt dazu, dass der Körper immer mehr wertvolles Magnesium verliert. Dadurch steigt die Stressanfälligkeit immer mehr. Magnesiumphosphoricum ist besonders für das vegetative Nervensystem wichtig. Das vegetative Nervensystem ist somit auch für die Darmperistaltik zuständig. Kann der Darminhalt nicht richtig vorwärts transportiert werden, kann es zu Blähungen kommen. Stress hingegen kann zu Durchfall führen. Vegetative Dystonie ist ein Zustand, bei dem wir uns nicht wohlfühlen. Blutdruck, Puls, Atemfrequenz und Verdauung sind nicht mehr im Gleichgewicht. In schweren Fällen kann es auch zu Herzrhythmusstörungen kommen. Migräne gehört ebenfalls in den Bereich Magnesiumphosphoricum. Man kann davon ausgehen, dass sich die Gefäße im Gehirn zunächst kontrahieren. Aufgrund der Mangelversorgung des Gehirns weiten sich die Gefäße dann zu stark. Das Blut im Gehirn versackt und drückt auf dasselbige. Die migränetypischen Schmerzen nehmen ihren Lauf. Auch die Einschlafstörungen können wir mit Magnesiumphosphoricum in Verbindung bringen. Kann sich das Nervensystem nicht entspannen, kommen wir nicht mehr in den Schlaf. Magnesiumphosphoricum ist neben Calciumphosphoricum ein vorzügliches Einschlafmittel. Am Morgen nach dem Aufstehen sorgt Magnesiumphosphoricum, dass wir den Tag voller Energie starten können. Falls Sie der Meinung sind, dass das spannende und wertvolle Informationen sind, würden wir uns über ein Like freuen. Wir hatten bereits angesprochen, dass Magnesiumphosphoricum für alle unwillkürlichen Funktionen, insbesondere die unwillkürliche Muskulatur, zuständig ist. Die Gebärmuttermuskulatur gehört hier dazu. Kommt es zu Menstruationsbeschwerden, ist Schüssler Salz Nummer 7 an der Reihe. Gleiches gilt für blitzartige Schmerzen, insbesondere im Unterleib. Vielleicht haben Sie schon einmal Menschen beobachtet, die sehr nervös sind. Nicht selten fangen diese Menschen an, sich zu kratzen. Der nervöse Juckreiz ist ein Thema der Nummer 7. Eingangs hatten wir bereits den Zusammenhang zwischen Energie und Magnesium beschrieben. Übrigens, das Thema Energie hatten wir bereits im Video zum Kaliumphosphoricum angesprochen. Magnesiumphosphoricum ist eine Mineralstoffverbindung, die den Energiehaushalt unterstützt. Wenn es also um das Thema Energie geht, ist Schüssler Salz Nummer 5 und Nummer 7 eine sinnvolle Kombination. Hatten Sie selber schon einmal zuckende Lider oder Mundwinkel? Das ist sehr unangenehm, da man diese Zuckungen nicht willentlich steuern kann. Übrigens,
Bei zuckenden Lidern kommt neben Nummer 7 auch die Nummer 11 in Frage. Warum das so ist, beschreiben wir in einem der nächsten Videos. Abonnieren Sie jetzt diesen Kanal, damit Sie die nächsten Videos nicht verpassen. Der Vollständigkeit halber möchte ich hier noch erwähnen, dass Sie grundsätzlich bei allen Krankheiten, Leiden und Beschwerden einen Arzt aufsuchen müssen. Schauen wir uns einmal die typischen Hautzeichen für Nummer 7 Magnesium Phosphoricum an. Das Bild auf dieser Folie zeigt es sehr schön. Es geht bei Nummer 7 um die geröteten Wangen. Das kann ein zartes Rosa sein oder ein intensives Karmesinrot. Manchmal zeigt sich die Röte auch am Dekolleté. Sind die Nerven besonders angespannt, kann es zu hektischen Flecken kommen. Die Röte zeigt sich schlagartig im ganzen Gesicht und am Hals. Vielleicht befindet man sich in einer Prüfungssituation oder vielleicht macht ein Gesprächspartner eine anzügliche Bemerkung. Schreiben Sie jetzt in die Kommentare. Wie gehen Sie mit belastenden Situationen um, wenn die Nerven angespannt sind? Was ist Ihr Geheimtipp? Die Sache wird deutlicher, wenn wir uns einmal zwei Fotos anschauen. Auf beiden Fotos sieht man das zarte Rosa an den Wangen. Auch wenn dieses Hautzeichen nett aussieht oder mit einer gesunden Gesichtsfarbe in Verbindung gebracht wird, so leiden die Betroffenen enorm an diesem Mineralstoffmangel. Die Nerven sind oft angespannt und dann möchte man sich am liebsten aus dem Staub machen, um eine unangenehme Situation zu umgehen. In der Regel haben diese Menschen ein starkes Verlangen nach dunkler Schokolade. Zum Abschluss dieses Videos möchten wir noch die Antwort geben auf die Frage: Was läuft am Ende der Schwangerschaft häufig schief? Wir hatten bereits im Video zu Schüssler Salz Nummer 1 gehört, dass während der Schwangerschaft Mineralstoffe von der Mutter in Richtung des ungeborenen Kindes umverteilt werden. Auf Seiten der Mutter kommt es zu einem Mineralstoffmangel. Das ungeborene Kind muss wachsen. Alle Körperteile und Organe müssen ausgebildet werden. Hierfür sind große Mengen an Nummer 2, Calcium Phosphoricum, vonnöten. Der Verlust dieses Mineralstoffs führt bei schwangeren Frauen zu Muskelverspannungen und einem Drehen und Ziehen in den Beinen. In der Regel wird die Einnahme von Magnesium empfohlen. Magnesium relaxiert die Muskulatur. Wird Magnesium aber im dritten Trimenon eingenommen, wird auch die Gebärmuttermuskulatur entspannt. Das kann so weit gehen, dass die Wehen nicht einsetzen können. Der Geburtszeitpunkt verschiebt sich immer mehr nach hinten. Das Kind wird immer größer und schwerer. Eine normale Geburt wird immer schwieriger. Nicht selten kommt es zu Komplikationen während der Geburt. Zu große Kinder können einen Dammriss oder eine Symphysensprengung verursachen. Somit ist klar, dass das grobstoffliche Magnesium im dritten Trimenon eher kontraproduktiv ist. Im Video zu Nummer 2 Calcium Phosphoricum hatten wir bereits gehört, dass die willkürliche Muskulatur Schüssler Salz Nummer 2 benötigt. Die Gebärmuttermuskulatur benötigt Nummer 7 Magnesium Phosphoricum. Besser wäre die Einnahme und äußere Anwendung von Calcium Phosphoricum und Magnesium Phosphoricum. Kennen Sie eine schwangere Frau in Ihrem sozialen Umfeld? Bitte stellen Sie ihr dieses Video zur Verfügung. Leiten Sie den Link zu diesem Video weiter. Vielen Dank für Ihre Zeit und Ihre Aufmerksamkeit. Lassen Sie uns in Kontakt bleiben. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.